Ja, meine Damen und Herren, wir kommen hier einmal zu einer Beachtenswertigkeit, was man sich doch da verwundert. Ja, sich da verwundert. Und um solcherlei Verwunderung ergibt es sich ja für einem auch mal da auch was alleine zu denken. Ne? Natürlich, man kann alleine denken. Und fürs alleine denken, ja, da machen wir einfach mal hier den Ton ab. Natürlich, unsere Komödie ist einfach am Ball. Ah, der Riegel klemmt mal wieder. Na also, geht doch einfach. Na wunderbar. Also, Sie sind da auf einen Kanal gestoßen. Der erzählt Ihnen da immer irgendwas, ja. Ja, das muss ich sagen. Das ist ein Kanal, der kommt immer so mit so Worte. Worte von dem, wo man meint, in dem steht eine Logik. Ja, sind Sie der Meinung, dass da kommt Ihnen da was unlogisch? Sie können das da aufmachen, was Sie da zu bemerken hätten. Ja, das ist der Kanal, die Analyse der Politik eines Andreas Nies. Ja, und der hat da immer so irgendwo Äußerungen und so. Und ja, also meine Meinung ist ja, dass es mir nicht da gegeben war, in die Kanäle hineinzuschauen, wo der da überhaupt hineinschaut. Ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Ja, sagen Sie, was stimmt da nicht? Sie können sich doch nicht da irgendwo in Dialog für solches da für was bringen, wenn Sie da nur ein halbes Wissen dann haben. Zum Beispiel auch die anderen Kanäle, die der da nun mal schaut, eigentlich schon mal gar nicht angucken. Nein, es ist ganz anders. Ich nehme mir seinen Monolog. Seinen Monolog und die Kette der Worte innerhalb seines Monologes. Und da stelle ich fest, dass er der Meinung ist, das ist dann mal die eine Gegendarstellung meinerseits zur historischen Aufarbeitung, ja, dass er dort eine Äußerung getätigt hat, die. Am Ende läuft dieses Gedankengut darauf zurück, was die Nazis getan haben, eine ethnische Säuberung durchgeführt. Ja, und was ist das, was da eine Lüge darstellt? Ja, das ist, Sie haben ja sicherlich vorab die Toneinblendung seiner selbst gehört hier in unserem Vortrag. Und er war der Meinung, die Nazis hätten eine ethnische Säuberung betrieben. Ja, wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, es gab keine Ethnie von dem, was man sich vorstellen wollte, was eine Ethnie gewesen wäre. Ja, das ist doch irgendwie aber alles noch mal so und das war doch damals so. Ja, das kann sein, dass irgendwelche Menschen meinten, sie sind eine Ethnie. Nur heute weiß die Welt, dass niemand von dem, was sich in Deutschland seinerzeit im Inneren gegen Deutschland für sich selbst befunden hat, keine Ethnie gewesen war. Und das ist nun mal auch eine Wahrheit. Damithin ist das, was da behauptet wird von einer sogenannten Ethnie, das ist absoluter Unsinn. Ja, sind Sie denn der Meinung, dass den Kanal, den Sie da schauen, die Analyse der Politik von Andreas Nies, dass der sich zu einer Ethnie zählt? Ja, ich nehme mal an, dass er glaubt, eine Ethnie für sich zu sein. Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich möchte das auch nicht. Ja, ich nehme mich da zurück. Vermutungen sind erlaubt, nur Fakten stehen sicherlich dem entgegen. Auch er ist keine Ethnie. Ja, was ist denn überhaupt eine Ethnie? Ja, eine Ethnie, das ist eine geschlossene genetische Kultur eines Volkes, welches nach außen keine Einflüsse anderer Völker für sich aufnimmt. Ja, wie geht denn das? Ja, das ist, wenn Sie, also ich will es nicht übertreiben, also es gibt Menschen, die bezeichnen so etwas sogar als eine Form von Inzucht. Na, das ist wirklich eine Übertreibung, also. Ja, das ist eine Übertreibung. Aber man muss ja die Abgrenzung verstehen einer Ethnie. Ja, und die hat es damals unter den Deutschen eigentlich nie gegeben? Nee, die gab's nie. Auch nicht unter solchen, von die da behauptet hätten, sie wären eine Ethnie. Ja, und Sie selber, bezeichnen Sie sich selbst als eine Ethnie?
Nee, würde ich auch nicht sagen. Also die Deutschen sind über Jahrhunderte mit allen europäischen Völkern durchweg immer schon ein Heer im Austausch ihrer selbst genetisch gewesen als solches. Es ist ein Sprachgerüst, was die Deutschen zu ihrer nationalen Einheit sich daherhält. Ja, aber so eine Art, durch die Mitte durch da irgendwas, was ist angesagt? Ja, das ist schon, irgendwas ist schon auch deutsch natürlich, das ist mal klar. Aber die Deutschen sind sehr viel mit Wechselwirkung ihres Umfeldes von anderen Völkern immer verbunden gewesen. Und daher gibt es also eine absolute Ethnie in dem Sinne gibt es nicht. Ja, und die damals da von den Nazis, als die wurden ja, das muss ich doch mal unterbrechen, das Wort Ethnie, das hat es ja bei den Nazis gar nicht gegeben. Es gab kein Ethnienwort, das Wort Ethnie, das gab es bei den Nazis in dem Sinne so nicht. Naja, vielleicht doch irgendwo, ja, in alten Schriften kann man ja nicht alles überprüfen. Nee, aus einer Rückschau kann man das nicht. Es kann ja sein, dass es auch benutzt wurde. Allerdings nicht in vordergründiger Propaganda und in Nachschau der Propaganda gibt es das doch auch nicht. Das wissen Sie doch. Ja, das stimmt. Dann gebe ich Ihnen da mal recht. Machen wir den Sack zu. Dies war eine Gegendarstellung. Ja, das war eine Gegendarstellung von irgendeinem Menschen, der Vergangenheitsmärchen erzählt. Märchen der Vergangenheit von dem, was viel Vergangenheit ist. Ja, und was glauben Sie, was da auch viele Märchen waren? Ja, Märchen sind ja auch die einer völlig verzerrten Geschichtsbetrachtung der Vergangenheit. Was meinen Sie, was das ist? Ja, das ist irgendwo das Reinfallen auf irgendeine Art von Nachkriegspropaganda. So etwas gibt es nämlich auch. Ja, sowas gibt es? Ja, das müssen Sie alleine entscheiden. Strengen Sie sich Ihren Kopf an, dann wissen Sie vielleicht auch ein bisschen was. Ja gut, dann verbleibe ich da mal. Ich danke Ihnen schön für Ihre Unterredung. Ja, besten Dank, guter Mann. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Gegendarstellung an Andreas Nies. Das war's dann mal. Hier, Berliner Ecke, Ihr Sprachfunk. Hallo, hallo, bleiben Sie uns wohl auf. Natürlich, wir Schauspielern Ihnen alles in die Welt. Für das, dass Sie auch eine Anregung haben, alleine etwas nachzudenken. So ist es nun einmal. Hallo, hallo, bleiben Sie uns wohl auf. Ihr Sprachfunk.